Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Messiah of Might and Magic. Mehr Might als Magic, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich kann nicht lang so reden. Ja, wir sind hier immer noch im Tempel der Spinne. Und ja, ich brauche gerade... Das Let's Play hier war eigentlich gerade nicht geplant. Ich muss nochmal zurückgehen, weil ich habe letztens in der letzten Aufnahme gesehen, dass da unten irgendwo noch eine Spinne rumkreucht und fleucht. Und ihr wisst ja, wie ich bin. Ich will jede Erfahrungspunkte, die es hier gibt. Allihop. Und so bin ich nun mal. Findet euch damit ab. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht. Ich bin ja schon mal runtergefallen. Das war aber offscreen. Weil ich noch nachschauen wollte, ob da wirklich eine Spinne unten ist. Da unten ist auch das ganze Blut, genau. Wenn diese Folge hier rausgeht, ist wahrscheinlich mein Dilemma mit Hitman Absolution vorbei. Aber ich brauchte jetzt einen Zeitvertreib, weil, wo waren die Spinne? Ah, hi. Hallo. Zeitvertreib, wohlgemerkt. Weil Hitman erst 2 Tage später geliefert wurde. Ich will ja jetzt nicht hier den Lieferservice verraten, der so richtig schön genoobt hat, so richtig derb. Ich muss mir abgewöhnen, mit so einer tiefen Stimme zu sprechen, das tut mir nicht gut. Okay, anscheinend bekommt man keine Erfahrungspünktchen. Schade auch. Hätte ich gebraucht. Ja, und jetzt wird gerade ein 2 GB Update runtergeladen. Und ihr könnt ihr euch vorstellen bei meiner Leitung, wie lange das dauert. Bei meiner, noch aktuellen Leitung. Wie gesagt, wenn das Video hier hochgeladen ist, dann, habe ich hoffentlich schon die neue Mama. Um Hardy zu zitieren. Na, na komm, hup. Wow. Bin ein bisschen besoffen. So, da oben war ich schon. Und ich glaube, Schnellspeichern war auf 6. Hoffen wir es? Hoffen wir das Beste. Oh, schade. Sonst hätte ich jetzt laden müssen. Was soll's? Runter. Ohne Schaden zu nehmen, ja? Like a Boss. Und nächstes Level. Oh, wie ich immer 5 Meter vor dem nächsten Level abspeichere. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ja, mal schauen, wie es weitergeht jetzt im Tempel. Es gibt bestimmt wieder hoffentlich sehr viele Verstecke, die es zu knacken gibt. Oder zu entdecken. Wir sind hier im Tempel der Spinnen. Das würde jetzt Peter singen, aber es... Wo renne ich denn hin? Ich sehe nichts. Ah. Sarah, there's something I haven't. I can't talk right now. Someone might be listening. You need the skull for a different reason than you think. Forget Liana. When it's safe, I'll tell you everything. Du wirst uns also alles erzählen. Wer kann denn hier bitte zuhören? Wir sind hier am Arsch der Welt. Und da kommt Blubblase noch. Ich hab Angst. Ist da unten Elliot das Pussymonster? Oder Pedobär? Finden wir es heraus. Hui! Eindeutig Pedobär. Nee, schon wieder so ein... Da sind ja bloß Mahlzeiten drin. Wer braucht denn den Fuck? Vielleicht die Kinder in der dritten Welt, aber die gibt's hier nicht. Wer weiß, vielleicht gibt's es ja schon. Diese scheiß Wurzeln. Geh weg. Ah, die Brücke kommt uns doch bekannt vor. Oder? Oder etwa nicht? Was habe ich denn eigentlich noch im Inventar? Eine Nachricht. Ah ja. Müll. Gut zu wissen. Was gibt's denn da hier? Wo ist der Seilspannboden? Ist das, oder? Das ist der Seilspannboden. Yep. Ich höre Goblins, so diese kleinen Viecher halt. Okay, wir sind so gut ausgestattet, wir können es uns leisten. Tränke zu verschwenden. Das ist ein Hobby. Das ist ein Fulltime-Job. So. Ich brauche jetzt was zum... Irgendwas zum Töten. Irgendwas. Klein, groß. Mir egal. Ist das? Ein Stück Holz. Passen wir da echt durch?
Gibt's hier noch ein Versteck? Ihr seid jetzt den Bogen rausgeholt. Ich hab gar nicht Mausrad. Echt, wir passen da echt. Gibt's unten wieder Fischi? Fischi. Höchst interessant, dass das so klar ist. Das ist ein Rätsel. Wie geht's denn da rein? Da kommt man gar nicht rein. Ach, es flutet sich. Ah. Habe ich gute gemacht. Sehr gut. Komm, geh hoch. So, erstmal F6. Doch, du kannst einen Ork essen. Hören wir da mal kurz zu. It's not a pair of livers, I think. What? You mean it's not a pair of livers? Ork only have one liver. I think you eat pair of something else. Tja, da wurde was anderes reingebissen. Jetzt muss er kotzen. Alter. Oh, sich in der Ecke. Stein. Hui. Schön erwischt. Wow. Kommt ein Stein geflogen. Hui. Machen wir das mal auf die elegante Art und Weise. So, jetzt rennt das schon wieder weg. Habe ich eigentlich unendlich Pfeile? Weil ich habe so einen Köcher der Unendlichkeit, habe ich letztens schon gesehen. Ah, der ist weg. La. Mein Hobby, kleine Goblins fisten. Mit meinem Köcher. Ah, kommt mal her. Ist doch ganz niedlich. Hui! In your Phrasen. Wo ist der dritte? Wo ist heilen? Auf der 6. Ja, geh weg. Ja, von hinten und von vorne. Die treffen mich, aber ich sie nicht, oder wie? So, rein mit dir. Rein mit dir. Nicht mich umgehen. Das ist Pussy-like. Ja, genau. Like a Goblin. Fick dich ins Knie. Ja, genau. Immer schön im Kreis rennen. Das verwirrt sie. Deine Mutter. Hui. So, mein Kleiner. What the fuck, da kommt noch einer. Vogel? Rennen die wieder beide hier?
Alter, der ist ja... Ja, genau. Hui! Noch ein paar Tränke verschwenden. So, rein mit dir. Ich habe da letztens so einen Trick im Internet nachgelesen. Dass man die jetzt... So, geh mal weg hier. Und du? Na du? Ja genau, please. Schön, ob ich das gemacht oder nicht. Ich habe eigentlich letztens Sachen. Ja, genau. Geh erstmal da in die Ecke, mein Kleiner, und denk darüber nach, was du gerade getan hast. Ach, der ist tot. Okay. Gut zu wissen. Ich habe letztens eigentlich einen Trick gesehen, dass wenn man die ins Feuer schmeißt... Oh, der rennt. Pussy! Ah! Er ergibt sich. Na? Na, bist du hässlich? Stinkst du? Taufen wir ihn! Was wird denn so einem hässlichen Vieh? Ich will jetzt keinen falschen Namen hier nennen. Vielleicht schaut jemand zu, der so heißt. Ohne jemanden jetzt zu beleidigen. Irgendein Hundenamen. Der würde passen. So ein richtig geiler Hundename. Ach komm, nicht wegrennen. Nennen wir ihn Baldi. Könnte aber auch ein Menschenname sein. Okay. Nennen wir ihn einfach Baldi. Ne? Ne, Baldi. Was läuft? Liegt schwer am Boden. Das macht man nicht. Aufstehen und stehen bleiben. Nein. Aus. Aus. Ich hab gesagt aus. Das ging zu weit. So, Baldi. Komm mal mit. Ich muss dir einen Freund zeigen. Hier, Feu Feu. Und Speerspitz. So. Naja, eher doch. Nee, doch keine Speerspitze. Das ist eher so. Die Haken. So, was haben wir denn hier? Tränke. Gibt's denn hier Feines? Okay, da geht's weiter. Auf der anderen Seite. Hier kommt man hoch. Okay. Da geht's wahrscheinlich weiter. Da schaue ich mich jetzt nach unten einmal kurz um. Was gibt's da oben? Gibt's da oben überhaupt irgendwas? Da kam ich her. Lieber F6, sonst ist wieder eine Falle drin und ich muss alle nochmal von vorne knüppeln. Okay. Kannst du mal probieren. Und hier. Ein Kadaver. Genauso wie der hier, der macht's, der hat's auch nicht lang gemacht. Alles voller Sand hier. Mal schauen, ob es davon überhaupt weitergeht, das weiß ich gar nicht. Was steht da drauf? Oberer Tempel! Erstmal schnell speichern. Ah, Kollegen! Hey, Kollegen! Hey, die kann ich gar nicht töten. Hey! Wieso kommst du zurück? Oh oh. Oh oh, was zieht denn da rein? Was? Wum, wum. Wirst du mich verarschen? Was kommt denn da jetzt? Bitte kein Troll. Oder kein Zyklop. Kein Zyklop. Ah, was? Hey! Schnucki! Machen wir lieber F6 hier. Hallo! Willst du mich begrabbeln? Au! Der hat mich begrabbelt. Das könnte man als sexuelle Belästigung ansehen. Wow. Hui, ins Auge. Ins Auge. Nennen wir ihn Fred. Fred? Fred? Du musst abnehmen.
Du bist zu dick geworden in letzter Zeit. Und zu groß. Die Leute schauen dich schon komisch an. Die Zähne solltest du auch mal putzen. Sehr ekelhaft. Na? Bist du behindert? Schön in die Fräse. Hab ich ihn erwischt? Oh, schade. Wäre auch zu geil gewesen. Wow! Fußball spielen wir nachher, Junge! Fred? Räum den Ball auf! Jetzt hast du es davon. Räum ihn auf! Los! Komm! Ach, da kann er gar nicht hin! Bist du inkompetent? Kann ich auch! Na? Wow! Der kommt doch hierher! Na, genau. Deine Mom. F6. Woo! Na du? Na du? Bist du zu fett? Woo! Oh ja, Dolchstoß. Blop, 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 alles voller Blut. Ich gehe mal lieber ein paar Schritte zurück, sonst fällt er noch auf mich drauf. Das kommt davon, wenn du deinen Ball nicht aufräumst. Fred. Wo fällt denn der hin? 3 Fertigkeitspunkte. Okay, ich hör auf. Es sind noch so Zuckungen. Und einen Arsch kannst du ja auch mal auswischen, ist ja ekelhaft. Igitt, jetzt habe ich ein Bild im Kopf, weil ich gerade angeschaut habe. Mitten rein! Okay. So, machen wir mal hier auf. Woo! Das ist der neue Beat bei Gamble Sounds. Bogenschießen. Nein, danke. So, F6. Ach, da geht's zurück. Da müssen wir aber nicht lang. Wir müssen. Apfelmus da lang. Bestimmt. Da war ich jedenfalls noch nicht. Erstmal lieber mit den Spitzen machen. Komisch, mir machen die keinen Schaden, aber Feuer macht mir Schaden, ne? Schön. So. Hoffentlich kommen jetzt nicht schon wieder so kleine hässliche Goblin-Wichser. Ja, genau. Aufs Wort. Du darfst auf der Seite runterfliegen, warte mal. Jetzt. Tja. Man hätte es auch länger und umständlicher machen können, also alle bekämpfen, aber ich bin halt so einer, der faul wie ich bin, immer. Was ist denn das hier? Warte, erstmal heilen. Ach, ich bin voll. Ach, das gibt Mana, ich habe mich schon gewundert. Blau schimmern und da hinten ist rot. Ah, okay, da kann man sich wieder auffüllen. Korb! Mein Name ist Korbo. Da kommt man nicht rein. Hier kommt man nicht rein. Hier kommt man rein. Oh, da liegt schon was am Boden, aber... Na? Na? Ich hab da so eine Idee, warte mal. Kann ich den nehmen? Wer will ein Köpfchen aufs Köpfchen? Platzt der so wie in Dead Space? Nö, wäre auch zu geil. Hey! Hey! Bleib stehen! Bleib stehen! Hans! Hans! Ich habe mir gerade eben Hans getauft. Hans! 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 Der will nicht. Ich wollte jetzt irgendwie... Nicht genug Mana! Das haben wir gleich. Hui! Ah.
So, Baldi und Hans. Sie werden mir immer nicht in Erinnerung bleiben. Ja, gibt's hier jetzt noch so Geheimgänge? Wollte ich jetzt nachschauen, wo geht's hier? Oberer Tempel, okay. Da kommt man nicht rein. Ah. Wo ist die Falle? Hey, cool, ich kann's ja... Ach, ich kann's ja noch sehen, wenn ich stehen bleib. Look around first. Think about what you're doing. Nein. Also, die hätte ich auch ohne diese Sicht gesehen. Hups. Wo geht's ja da lang? Ja, volles Geheimzimmer. Nein, bleib offen. Euer Inventar ist voll, bla bla. Bezirzen? Ist voll. Was brauche ich denn nicht? Also Holzstabschaden 1 kann auch mal hier bleiben und die Holzkeule auch. Haben wir schon mal 2 Platz. Komm her. So. Scheiß auf die Schrift drauf. Was ich wegschmeißen? Was ich wegschmeißen? Kampfstab, Kampfstab. Ja, ich habe ja sowieso noch diesen Feuerstab. Hammer nice. Liegt einfach mal so rum. Ah, ich bin der Feuerlord. Der feurige Fister. Habe ich ehrlich gesagt noch nie damit zugeschlagen. Okay, ist schon so eine langwierige Attacke. Das kann nur schlecht sein. So, haben wir das geschafft. Und ich sehe, wir sind schon 2 Minuten über der Zeit. Na, dann bleibe ich einfach mal hier stehen. Schau hier so nach oben in die Ritze, durch die Ritze, zur Sonne. Und dann sage ich, hoffentlich schalte ich auch beim nächsten Mal wieder ein. Oder du, genau, ich hatte mit einem. Hoffentlich schaltest du auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Messiah of Might and Magic. Mit mir, dem Hängerboy. Bis, ich speichere mal so ab hier. Bis dann.